So, sehr geehrte Damen und Herren, grüß Gott, ich bin dankbar, dass wir jetzt die Technik geklärt haben. Kann vielleicht die Sprachdynamik etwas reduziert werden? Werde ich verstanden? Nein, aber jetzt vielleicht? Jetzt geht es, gut. Ist der Manfred auch irgendwo, denn ich wollte ihm eine Orange schenken, aber wenn er jetzt keine möchte, ist das auch in Ordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das lesbar bis weit hinten? Natur, Wildnis, Natur, Garten, Nahrung für Menschen. Mit Blicken zu Europa, Südwesten. Und wir sind in einem Verein, der heißt Natürlich Leben. Und dann sollten wir entweder wissen, wie das geht, oder wir müssten wissen, was denn diese Natur möglicherweise ist, die wir vor uns haben. Aha. Nein, nein, das hat jetzt nichts. Nein, nein, hier hat keiner was getan. Aha, nein. Das ist ja sehr eigenartig. Sind Sie wahrscheinlich irgendwie. Müssen wir immer wieder mal dran. Natur, erstens, wäre Natur ohne Menschen heute eine Natur? Das ist noch sehr die Frage. Und ich möchte an eine Geschichte erinnern, die vor vielen Jahren ein Amerikaner namens Tom Brown erzählt hat, von einem Indianer, der einen amerikanischen Jungen im Alter von 10 Jahren in den Wald führte und sagte, schau dir mal das eine Tal an und schau dir mal das andere Tal an, was entdeckst du? Und auf der einen Seite des Tales war ein Wald, der war enorm schön gestaltet, mächtige hohe Bäume, auf der anderen Seite war sehr viel Bruch. Und er hat gesagt, schau, unter bestimmten Bedingungen will die Natur den Menschen dabei haben. Und meine Auffassung ist tatsächlich, dass der Mensch absolut in dieses irdische System gehört. Und wenn wir in Systemen denken, dann darf kein Element entfernt werden, ohne das Gesamtsystem zu zerstören. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass nicht jedes Element auch passen muss. Also wenn Sie in diesem Universum ein Elektron wegnehmen, dann können wir die Tagung sofort beenden. Wir werden noch nicht mal mehr etwas davon merken. Aber das kann nicht passieren. Und dann ist eben immer unsere Frage, welche Natur meinen wir eigentlich? Und heutzutage möchte ich einfach mal fragen, haben wir überhaupt Zeit zu gucken, wo die Natur ist? Haben wir noch genug Zeit für unseren Garten und was auch immer? Woran können wir sie erkennen? Haben wir den Kopf überhaupt frei und das Herz? Natürlich, wir, die wir hier sind, haben es ganz bestimmt. Und viele sagen mir dann, ja, weißt du, Bernd, das, was du da unten in Portugal machst, du bist ja ausgewandert. Und ich sage gleich, nein, ich bin auf gar keinen Fall ausgewandert. Das würde ich so schnell gar nicht machen auf der Erde. Das mache ich dann auch, wenn ich pensioniert bin. Ja, genau. Das ist so ähnlich wie mit den römischen Leuten, nicht? Die haben sich für 20, 25 Jahre bei Cäsar verdient. Und dann wussten sie schon, am Ende kriegst du einen Bauernhof. Am Ende, ja, noch bis nach 20, 25 Jahren. Das System, was übrigens die Leute damals hatten, das wirkt noch heute. Ja? Also wir haben auch diese Zeit, Arbeitszeit, und wir haben dann eine Pensionszeit. Und in dieser bin ich übrigens, und dafür bin ich auch sehr dankbar. Natürlich Leben. Es ist sehr verdienstvoll, solche Tagungen anzubieten. Ich bin also wirklich sehr dankbar, dass das hier stattfindet. Und es ist auch gut, dass es solche Vereine gibt, ob das nun für wenige oder für viele Menschen ist. Die Menschen, die sich von Bio oder naturnah ernähren wollen, die sind ja Unzahl. Ja, also wir bräuchten so viele Säle für diese Menschen, die es interessiert. Und ich denke, hier und da werden auch diejenigen erreicht, die dann vielleicht nicht bei so einer Geschichte dabei sind. Ja, was machen wir aber eigentlich? Der Erde kommt gerade die Natur abhanden. Ja, und wir sind alle ganz erstaunt, warum haben wir plötzlich keine Schmetterlinge. Da gibt es Rachel Carson, die hat das schon in den 50er Jahren gesagt, dass die Vögel bald nicht mehr singen. Und jetzt sind sie alle weg. Und schau, wenn ihr heute Morgen hier durch die Landschaft fahrt, habt ihr gesehen, es ist überall gemäht. Ja? Endlich ist der Rasen grün und er ist glatt und ist ordentlich. Und es wundert sich jemand, dass wir keine Schmetterlinge haben? Das ist doch einfach Unsinn. Ja? Wenn ich dir kein Essen mehr gebe, da kannst du machen, was du kannst, deine Brille essen, aber wenn die weg ist, hast du nichts mehr. Ja, so, also unsere Schmetterlinge müssen zurzeit aussterben, erstens, weil wir sie begiften und weil wir ihnen mit dem Holzhammer alles entziehen, was wir können, und zwar sogar am Straßenrand. Ja?
Der Straßenrand müsste ja gar nicht so weit gemäht werden. Das können wir auch noch 3 Stunden ausführen. Jetzt kommt ein ganz ernster Fall. So, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Ich hatte eine ganz nette Tante, die sagte immer, mach doch gerade, was du willst. Und sie sagte das, wenn sie wieder mal gemerkt hatte, dass mit dem Dickkopf ist typisch Mensch, da ist einfach nichts zu machen. Dann mach doch gerade. Und ich tat es auch. Und vor allem, sie hatte mich trotzdem lieb. Und das ist das zentrale Thema. Ich konnte fast machen, was ich wollte. Die Tante, die war da. Und was hat die Tante gesagt? Bau Luftschlösser. Und ich kann euch wirklich sagen, und ich würde beinahe eine Gänsehaut kriegen, ich habe als ganz kleines Kind auf ein Rechenhäuschen Papier ein Haus gemalt und mit einem Nebengebäude. Und in meinem Nebengebäude waren natürlich Versteinerungen bis unter alle Decken, weil ich immer Versteinerungen gesammelt habe. Oh, ich würde sagen, ungefähr 40 Jahre später habe ich das Haus gehabt. Und da gehe ich hinten, das Haus könntest du kaufen. Ja, da gehe ich hinten rein, siehst ein Nebenhaus, sind nur keine Versteinerungen drin. So, also das heißt, Luftschlösser bauen, das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Das ist möglicherweise reinste Quantenmechanik. Was sagen andere, wie wir leben sollen und werden? Ja, das tun wir doch schon genug, oder? Wäre es doch nicht vielleicht einfach mal... Und jetzt haben wir in unserer Zeit, es wäre doch sinnvoll, wir würden das mal selbst tun, jetzt haben wir in unserer Zeit immer wieder Hinweise, was alles problematisch ist. Und es gibt diesen Film Thrive, das Gedeihen. Dieser Film ist nicht uninteressant, der führt in einer für mich manchmal atemberaubenden Art und Weise vor, was denn in dieser Welt alles problematisch ist. Und die Kondens von dem ganzen Ding ist dann, dass ich in ganz typisch geometrisch gestalteten Städten leben solle, mit irgendwelchen Bananengewässern drin. Die Zukunft der Menschheit liegt nach Auffassung vieler Leute in den Städten. Leute, ich kann das nicht glauben. Ich komme zwar aus Frankfurt, aber mein Herz nicht. Jedenfalls, es gibt jetzt eine globale Prognose, die gibt es ja schon lang, wie man hier sieht. Ja? Und da steht drin, die Weltbevölkerung wird zu einem immer größeren Anteil in Städten leben und ist nicht bereit, die Natur um ihrer selbst willen zu schützen. Es ist so ein Wahnsinn, wenn wir das nicht tun, ja, dann verschwinden wir. Ja, weil die Natur trägt uns. Wer das noch nicht gemerkt hat, du kannst auch mit dem Interstellarfilm auf den Saturn fahren und dort, aber das ist nicht die Zukunft. Also ich lebe nicht in einem Raumhelm. Der verengte Blick von Kapitalismus, ich bin aber kein Kommunist, und Demokratie auf kurzfristige Erfolge führt dazu, dass weise Entscheidungen für das langfristige Wohlergehen nicht rechtzeitig getroffen werden. In einem solchen Bestseller steht schon gleich raus, wenn er ausgegeben wird, steht, dass das zum Beispiel mit Demokratie nicht geht. Das ist auch ein heißes Thema. Das hängt alles mit Essen zusammen. Denn wenn uns was belastet, kannst du überhaupt nichts verdauen. Ich fahre dann neulich von Leipzig nach Frankfurt. Leute, ich sehe einfach eine wunderbare Landschaft. Da hat ein Landwirtschaftsminister mal gesagt, was wollt ihr denn, es ist doch grün. Nur ist nichts. Das ist ein Kohlweißling, da ist überhaupt nichts. Da brauchst du keine Angst mehr vor Mauerfuchs zu haben, das ist ein Schmetterling. Ja? Einfach keine Angst mehr. So, und das ist so, da hinten stehen diese Windmühlen, die sind auch sehr ökologisch. Ja, auf welcher Ebene ticken wir eigentlich? Ja? Und den Kontrast zu zeigen, das möchte ich eben doch, indem ich mit euch mal ganz kurz auch nach Portugal gehe, wo ich manchmal bin. Ja? Also ich bin nicht ausgewandert, das kann man auf der Erde überhaupt gar nicht. Warum sollen wir es anderen überlassen, uns zu sagen, wie wir leben werden? Also ich denke, wir sind hier alle alt genug, dass wir jetzt damit anfangen können. Und ich meine das nicht frech. Ich sage auch, ich weiß, wie schwer das oft ist. Ja, okay? Es ist aber zum Beispiel nicht so, naja, Bernd, weil du bist Professor, du kannst ja... Nein! Das war es nicht, das lässt sich nachweisen. So, es kann im Prinzip jeder machen, was er will. Wir leben wirklich in einem solchen Land und in einem solchen Europa, wo wir das können. Es gab auch schon andere Zeiten und es gibt auf der Erde andere Orte. Natur, Nahrung aus der Natur, Nahrung für Menschen. Da, wo ich bin, habe ich meistens auch eine Waldquelle. Also bitte gutes Wasser suchen. Und ich habe jetzt heute Morgen auch ein bisschen Brennnessel mitgebracht, aber wir wissen, wie das ist. Und jeder von uns, die wir hier mehr oder weniger so alt sind, wenn er nicht ganz besonders kluge Eltern hat, der bekam das. Ich bekam mit so einem kleinen silbernen Löffelchen eine Bouillon vermittelt. Nach der Brust
Ich musste dann irgendwie umgestellt werden, was ich nicht verstand. Ich habe mir erstmal die Schnauze verbrannt. Ich habe so gebrüllt und dieses Löffelchen habe ich dann auch später geerbt. Ich werde es nie vergessen, es ist ein ganz nettes Löffelchen. Nur das war die Konditionierung und so andernorts reiten sie halt die Tiere damit zu. Meine Mutter hat es sehr gut gemeint, das kann ich sagen. Die hat überhaupt nichts Böses dabei im Sinn gehabt. So, das heißt, Leute, die etwas gut mit uns meinen, die musst du oft ganz besonders gut angucken, ob das in Ordnung ist. Aber nicht gegen sie, sondern in diesem wirklich gemeinschaftlichen Sinne. Und dann irgendwann stand ich in so einem Schulhof, ich stand da länger, weil ich habe nie genau gewusst, was die Lehrer im Einzelnen wollen, hatte aber zum Schluss wirklich viele gute. Und dann schaute ich mir mein Mettwurstbrötchen an und dachte mir, wie lange willst du das noch essen? Aber nicht etwa, weil ich Veganer war. Das halte ich für völligen Unsinn. Aber es gab das immer, dauernd. Das war mir einfach viel zu viel. Und dann habe ich meine Brötchen verschenkt. Und es gab Kinder, die wollten das haben, immer wieder. Und es gibt die scheinbare Unmöglichkeit, etwas zu ändern. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mitgekriegt. So, und das ist jetzt irgendwo in Portugal. Guckt, da stehen auch überall Häuschen. Und das Verrückte ist, ich lebe also in einem Erdhaus. Und die Leute dort, die dort wohnen, die finden das auch gar nicht so gut, denn in einem Erdhaus zu leben, ist ja auch Social Understate. Und das ist vielleicht nicht das, was man will. Aber wenn du 50 cm Lehm hast, das Hausklima, das ist einfach genial. Ja, und heute müssen wir Häuser bauen, die sind mit Plastik und sonst was zugepackt. Und die Bilder sprechen alle für sich. Ja, ich erläutere keineswegs jedes Bild, das hat gar keinen Sinn, das ist jedes Mal eine Geschichte. Eben waren die Häuser recht groß, das ist ungefähr nur so groß, dass es eine Filzkrautgemeinschaft. In Deutschland freut man sich darüber, da gehört das zu der roten Liste, die Filzkräuter, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes gibt es am Isteiner Klotzen. Und dort gibt es das halt überall. Und zwar ist das eine Lebensgemeinschaft, die unter anderem der Tatsache, dass ich als Saurier oder als Rhinoceros oder als Großrind eben durch die Landschaft laufe und dabei den Boden glatt mache und dann können diese Pioniersiedler dort leben. Merke, was zum Teil Autoreifen können, tun aber eben doch die großen Tiere, die exakt absolut ins Ökosystem gehören wie wir. Die haben uns sogar die Wege gemacht, also wir gehen gerne den Rindviechern bis heute hinterher und die sorgen dafür, dass geschützte Pflanzen da sind. Großweide Tiere wie Rinder sind nicht nur für bestimmte Ernährungsformen von Menschen tatsächlich sogar sehr sinnvoll und keineswegs ungesund, wenn man es richtig macht, sondern sie bewerkstelligen das Vorhandensein der riesigen Biodiversität. Das, was auf der Erde möglicherweise aussterben könnte, das wären nicht nur so und so viele Menschen, sondern das sind vielleicht 5 oder 50 Millionen verschiedene Arten. Ganz viele davon kennen wir gar nicht. Ja, und dann ist einfach so, wann immer du irgendwas Gutes entdeckst, dann kann es sein, dass es dir gleich abhanden kommt. Und letztes Jahr war das dann bei mir, 18 Hektar Totalreservat sind dann einfach mal verbrannt. Jetzt hast du aber Unglück gehabt, Bernd. Ja, wer sich in diese Gegend begibt, der muss einfach wissen, dass das passiert. Und ich nehme das trotzdem nicht auf die leichte Schulter. Ja? So sieht das aber aus, wenn es ein halbes Jahr später vorbei ist, weil die Korkeichen kommen damit sogar klar. Und dann begrünt sich das wieder. Es ist alles wieder grün. Ja, ich kann das ganz schnell durchgehen. Wenn ihr mal kommen wollt, muss man sehen, wann ich da bin, dann kann man sich da treffen. Es ist alles voll Blumen. Und ich habe, also Blumen habe ich total gern. Ja. Es gibt wahrscheinlich hier keinen einzigen, der keine Blumen hat, weil ein Mensch kann ohne Farben, ohne Blüten einfach nicht leben. Und wir brauchen vor allem die Polychromie, wie das manche anthroposophische Schulen zum Teil wunderschön machen. Dieses Plastikspielzeug mit Reingelb, das ist einfach nur zum Erbrechen. Ja, so eine Pflanze ist allein schon von der Gestalt, die macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als nur Tai Chi. Ja, wundervoll. Und was machen dann die Portugiesen? Ich habe meinen Eltern früher mal gesagt, wisst ihr, wenn ihr kein Unkraut haben wollt, ich habe keine Lust mehr Unkraut-Ex zu spritzen, dann schüttet doch einfach das Haus mit grobem Kies auf, 5 Meter. Dann gehen wir zum Balkon rein und dann hast du aber keinen. Und das machen die Portugiesen. Ja, wenn es brennt, machst du alles weg, was brennt, ja. Dann müssen wir die ganze Erde kahl machen, Leute. Ich finde das so einfach. Wir fahren mit großen Maschinen drüber, räumen alles weg und das machen die. Leute, das machen die. Das machen die zu jeder Zeit. Oder die Vögel brüten oder nicht, das ist auch völlig wurscht. So, und ich versuche jetzt den Leuten zu erklären, aber ich bin nicht der Einzige.
Es geht nur so, indem wir den Menschen in die Landschaft holen, indem Verantwortung in die Landschaft geholt wird. Das kannst du einfach nicht machen. Guck dir das an, so sieht es dann aus. Und wisst ihr was? Manche Leute machen das sogar selbst in vorauseilendem Gehorsam. Das sind wir ja nicht nur in Deutschland, super. Da wird das einfach platt gemacht, da kannst du nicht mehr brennen, ja? Da kannst du keine Suppe mehr essen, wenn du die Töpfe zerschlägst. Das ist eigentlich total intelligent. Was wir alles machen könnten, wäre doch einfach Wasser sammeln. Und schau, hier ist irgendwo ist ein Minimum und ein Maximum, manchmal kann man das sehen. Also eigentlich war hier abgebildet, ja, da ist es ja 42 Grad da oben und das Tiefste, das ist irgendwo hier unten. Das kann ich jetzt gerade nicht lesen. Das Tiefste ist irgendwo bei 0. Also von 0 bis 40 Grad Celsius ist das, was manche Leute das Paradies halten. Und da kann ich euch nur sagen, das Paradies ist immer da, wo ihr euch wohlfühlt. Ja, wenn das im Tigerwald ist, dann ist es da. Und wenn dir im Winter der Krotzen abfriert, die Heimat oder die... Es ist Unsinn zu sagen, ja, und wir müssen auch nicht beispielsweise in die Subtropen gehen, um essen zu können. Das ist einfach Unsinn. Wir kommen seit Jahrhunderttausenden in Mitteleuropa mit allem klar, ohne Jackfrucht. So sieht das aus, wenn man Holz macht. Und das ist mitten im Orangenbaum. Ich empfehle ja immer, viel zu klettern. Also unsere Büros später werden mal gemacht, da wird dann die Sekretärin, muss zum Chef rüberklettern. Und die Angestellten, die Mikrofone einbauen, die müssen hier oben hangeln und so weiter und so fort. Und das ist eben das Schwarzkehlchen, das ist ein ganz typischer Bewohner da. Ich will damit sagen, das sind lauter Lebensformen, die für Menschen im Grunde da sind, ohne dass sie sie kennen. Das Problem in unserer Zeit ist ja, dass man dann zum Beispiel den Kindern sagt, das musst du aber kennen. So, und wenn man so etwas dem Bernd zum Beispiel sagt, dann sagt er, aha, ja, dann reicht es mir eigentlich schon. Wenn ich das kennen muss, dann müssen es offenbar alle kennen, dann will ich es nicht mehr kennen, weil dann interessiert es mich nicht. Ja, in dem Moment, wo etwas wirklich uns aufgegeben wird, sind wir ganz schwer zu halten. Das sind übrigens Marmormolche. Menschen wollen immer was Eigenes machen. Es gibt also insgesamt auf der Erde mittlerweile, glaube ich, fast 8 Milliarden Kochbücher. Die sind nicht alle gedruckt, ja. Und viele kochen vielleicht auch gar nicht oder essen ganz viele Insekten. Aber jedes Individuum hat in der Tat seine eigene Welt. Und darauf wartet die gesamte Erde, dass jedes Individuum das entfaltet. Und wenn uns jemand daran hindert, dann müssen wir das ändern. Das ist zum Beispiel ein jungsteinzeitliches Haus, da kann man auch drin übernachten. Das ist Marlins Haus in dem Fall. Und drumherum ist der Schopflavendel, den man auch in deutschen Gärtnereien kaufen kann, eine unglaubliche Blüte. Ja? Also wenn Sie sich das mal vorstellen, es gibt das auch in dieser Kahuna-Medizin, üben Sie das mal, dass Sie eine bestimmte Zeit lang irgendwo in einen Wald oder auf eine Pflanze oder einen lieben Menschen gucken. Und wenn Sie das machen, dann sind Sie überhaupt vollkommen erstaunt, was da alles passiert, was Sie alles entdecken, was da für Farben entstehen und so weiter und was das für eine Wahrnehmung gibt. Also allein so eine Pflanze eine Stunde lang anzugucken, ist nicht etwa eine Aufgabe für Rentner, sondern das sollten Kinder im Kindergarten üben. So wie Kinder zum Beispiel auch in der Schule unbedingt Qigong oder sowas machen müssen, weil du hältst es nicht aus, 45 Minuten ununterbrochen zu sitzen und dich 2 Monate mit dem gleichen Thema zu beschäftigen. Dieser werte Herr Kollege ist der Dr. Siepe aus Karlsruhe, den müsste eigentlich jeder kennen. Ne? Gut, wir jedenfalls machen zusammen gerade Terra Preta. Ich habe das schon länger gewollt und letztes Jahr habe ich ihn nach vielen Jahren wieder getroffen. Und flugs sind wir da hingefahren und beginnen jetzt Terra Preta zu machen. Kann ich im Einzelnen erläutern, haben wir heute gar keine Zeit zu. Jedenfalls sieht man sofort, das ist mit Terra Preta gemacht und das ist damit. Nun wissen wir, dass die dicksten Kartoffeln ja bekanntlich Bauern eines ganz bestimmten Geisteszustandes ernten. Deswegen muss man vorsichtig sein, ob denn zum Beispiel die Größe proportional der inhaltlichen Güte ist. Ja, und das kann man nicht pauschal dadurch rauskriegen, dass man irgendwo nachguckt, was ist denn im Brokkoli normalerweise drin, sondern das hängt von Individuum zu Individuum ab. Und eines liegt mir ganz am Herzen. Wenn der Brokkoli, den ihr esst, euch niemals gesehen hat, dann gehe ich jede Wette ein, dass der da so halbwegs grau vorweg geht. Aber wenn du einen Brokkoli hast, der dich sieht, der dich zieht, der mit dir lebt, dann ist der in Resonanz, sagt, pass auf, Junge, du brauchst ein bisschen mehr Selen als die anderen, dann kriegst du das von mir. Versteht ihr, worauf ich raus will? Es wächst immer alles nur auf Resonanz. Und wenn ich da die Kinder habe, die ich alle nicht mag, und da die Kinder habe, die ich alle mag, dann werden die unglaublich hübsch, und denen fallen die Zähne aus oder so. Also Resonanz, das absolute Zentralthema.
Und so viele Orangen zum Beispiel können mit meinem Körper überhaupt nicht in Resonanz gehen. Es gibt, vor 2003 war mal ein netter Herr, der sagte, er lebe über, ich glaube, du weißt das noch, Karl, er lebe überwiegend von Orangen auch, ja, er hätte aber auch gar keine Probleme. Und da war frecherweise, die sind ja überall, diese Zahnärzte heute, ne? Und er hat dann da reingeguckt und meinte, er würde jetzt da nicht viel mehr dazu ausführen. Fand ich sehr illustrativ. Und ich habe mal in einem brasilianischen Wald ein paar Tage mich aufgehalten. Da gab es lauter Jackfrüchte, die fielen nachts runter. Da konntest du von träumen, aber es waren wirklich welche. Nur nach dem vierten Tag hatte ich so viel Jackfrüchte gegessen, dass ich irgendwann mein Zahnfleisch hätte herausziehen können, wie eine Erdkräute, die sich hütet, die sich häutet. Also bitte achtet darauf, dass das nicht so einfach ist, dass wir dauernd Früchte essen, ja? Vor allem nicht die Früchte, die hochgezüchtet sind und ihr könnt ja kaum andere kriegen. Seit 4 Milliarden Jahren arbeitet die Erde auf Komplexität. Und wisst ihr, was wir machen? Wir Menschen, wir sind einfach spitze. Wir reduzieren das auf etwas überschaubare Agrarökosysteme mit Soja und das ist ein ganz übles Zeug. Oder mit dem hochgezüchteten Weizen und dann geben wir da noch ein bisschen gute Gifte drauf, ja? Haben noch einen monotonen Arbeitsplatz für einen Bauern, der sich da wohlfühlt. Und wenn der Bauer die besten Sachen isst, aber nicht glücklich ist, er kann die besten Sachen essen, sie werden ihm nicht zum Besten gereichen. Die Monotonie der Zeit vor 4 Milliarden Jahren versuchen wir gerade zurückzuholen. Aber ich habe jetzt mir mal den Lebensstrom an einem Fluss in Albanien dargestellt. Der ist ganz wild, wie man sieht. So sah der Oberrhein auch aus, ja? Oder die Donau oder die Oder und die Elbe. Ströme des Wassers sind Metaphern der Ströme menschlichen Lebens. Das ist enorm, wenn man Beziehungsprobleme erörtern möchte, sich mit Flüssen zu beschäftigen. Das ist wirklich ein stark lehrreiches Thema. So, guck mal, wir haben 3.500 Milliarden Tonnen Biomasse und davon haben wir 0,4 Milliarden. 0,4 Milliarden von 3.500 Milliarden, das sind wir. Und wir wiegen auf der Erde so viel wie die Ameisen. Das ist doch eigentlich schon ganz gut. Ja? Und wenn dann zum Beispiel so ein Franz Konz sagt, man kann auch mal eine Ameise essen, ist das noch nicht mal falsch. Denn das haben wir in unserer Urzeit garantiert getan und ich tue das auch gelegentlich. Was wir aber zum Beispiel machen, wir sind sehr intelligent. Wir sind wirklich sehr intelligent. Osho sagt allerdings, diese Intelligenz meint er nicht. Und unsere Intelligenz führt uns dazu, dass wir unsere Ausscheidungen als übel empfinden, wohingegen 100 Wasser ein wunderbares Essay schreibt und sagt am Schluss, Leute, eure Toilette muss im Wohnzimmer stehen. Und 100 Wasser ist ein ernstzunehmender Mann, deswegen darf ich den hier zitieren, sonst würde ich mich jetzt lächerlich machen. Das will ich ja nicht. Ne? Ist das nicht unfassbar? Wir geben unsere Fäkes in den Fluss, das Ding ist einfach total verschweinst und geben das ins Meer und essen es über Scholle und Miesmuschel wieder. Also ich finde, wir sind sehr praktisch veranlagt. Ja? Und wir könnten das aber mit Komposttoiletten wunderbar machen. Also wir haben jetzt da unten zum Beispiel 3 und baut euch doch eure eigene. Ja? So, das lassen wir mal weg. So sieht das in unserer Landschaft aus. Ich finde das auch sehr schön. Es gibt Kuchen, die so aussehen. Braun, gelb und grün. Ja? Und das ist eben ein Weinberg. Und dann gibt es immer noch Leute, die Cognac oder Wein trinken. Aber bitte nur Bio bloß. Ja? Bei allen Gewürzen immer nur Bio. Und was hat das alles mit dem Essen zu tun? Wenn wir dauernd Angst haben, wenn wir eigentlich nicht wissen, ach, eigentlich bin ich hier sowieso gar nicht richtig, kannst du meinen Vortrag übernehmen? Dann kann ich nichts verdauen. So, wir müssen einfach voll dahinter stehen. Das heißt, wir brauchen wirklich Mut, um glücklich zu sein. Mut, um glücklich zu sein, das braucht man. Das ist verrückt, ne? Und dann kann man da so einen Wal abbilden. Und dann darf man sich im Klaren sein, ob der Wal jetzt möglicherweise ausgerottet wird, was ja durch die Menschenaktionen derzeit gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Der lebt trotzdem. Der hat etwas, was uns fehlt. Eine ganz bestimmte natürliche Unbekümmertheit. Wir haben dafür die Möglichkeit, Formen des universalen Bewusstseins zu entwickeln. Und darauf müssen nicht unbedingt stolz sein, aber darüber dürfen wir glücklich und dankbar sein und können dieses so entwickeln. Und ich möchte gleich sagen, man könnte ja angesichts all des Aussterbens von Insekten und Vögeln, ja, die werden auch da in Portugal massiv weniger, Leute, Wahnsinn, man könnte pessimistisch sein. Und ich möchte einfach sagen, es gibt für mich überhaupt keinen anderen Anlass, als dass ich sage, das Ding der Erde mit den Menschen gelingt. Und ich sage das noch nicht mal nur aus eigenem
ein Einzelner von uns, du lieber Himmel. Ja? Nee, ich bin fest überzeugt, dass das funktioniert. Ich kann die Menschheit gar nicht so ernst nehmen. Aber wir nehmen uns in jeder Hinsicht ernst. Unsere eigene Gesundheit steht uns immer am Vorrang. Deswegen sind wir ja vielleicht auch heute hier. Zu unseren besonderen Eigenschaften zählen Nach- und Vordenken. Ich hätte noch sagen können, Vordenken wird in der Schule zu wenig geübt. Aber die ändern wir ja auch, die Schule. Die Wahl der Inhalte erfordert eine hohe Disziplin. Sie gereichen uns bei ungeeigneter Wahl zu Krankheit. Wir haben wirklich die Wahl, unsere Gedanken zu entwickeln. Und irgendwann habe ich mal jemanden zugerufen, du hör doch mal auf mit deinem Gedanke. Und er dachte, Mensch, das ist ja eigentlich ein Ding. Stell mal vor, wir haben Gedanken im Kopf. Ja? Und wenn ich Danke sage, freue ich mich ja. Ne? So, also wenn ich einen richtig blöden Gedanken habe, also zum Beispiel, dass einer was macht, das, was alles in der Zeitung steht, wenn ich richtig üble oder doofe Gedanken habe, dann habe ich einen Gedanke. Das heißt, ich danke für das, was ich da so blöd gerade denke. Und seitdem sage ich mir, Leute, nee, da musst du echt aufpassen, was du denkst. Ja, also das Ärgerliche ist ja, es steckt fast in allen Wörtern so viel mehr drin, als wir in der Regel vermuten. Ein Frosch. Na gut, der ist nicht im Hamsterrad, den lassen wir jetzt mal weg. Auf Ernst Bloch würde ich auch hinweisen. Man kann das dann vielleicht auch eines Tages noch nachlesen, was hier steht. Schau mal, Schritte der Sozialisierung. Man hat mir dann öfter gesagt, weißt du, du machst ein ganz großes Problem. Deine Kinder können nie mit anderen Menschen umgehen, wenn die immer nur bei euch sind. Die müssen in den Kindergarten. Das müssen sie überhaupt nicht, habe ich gesagt. Die werden auch sozialisiert. Und die sind wunderbar sozialisiert. Es gibt es überhaupt nicht, dass ein Kindergarten notwendig ist. Für manche Situationen ist er das große Glück. Das weiß ich. Es gibt viele Familiensituationen, wo das nötig ist. Genauso wie es viele Situationen in menschlichem Leben gibt, wo du Ärzte, Heilpraktiker, Gärtner und sonst etwas brauchst. Dass wir uns hier recht verstehen. Ja? Aber es braucht keiner einen Kindergarten. Die Elefanten können alle eigentlich alleine überleben, man muss ihnen nur die Gewehrkugel ersparen. Die Schritte der Sozialisierung in Kindergarten und Schule sind ein ganz heißes Thema. Gehen Sie in die Schule, Sie haben ein Recht, dahin zu gehen. Diesen Film, den werden wir extra eingespielt dann haben, das ist Watch This, den weiß nicht, ob der jetzt zu viel Strom verbraucht, Schatzi. Das ist ein ganz heißes Ding jedenfalls. Das ist von einem Amerikaner gemacht, kann sein, dass das jetzt aus irgendeinem Grund zeigt er das hier so klein an. Also gut. Es gibt sehr engagierte Filme. Ich erinnere zum Beispiel an Mr. Hüter, Professor Hüter zum Beispiel, oder André Stern mit seinem Buch Und ich ging nie zur Schule. Wir sind alle so lieb, ja? Und das hängt zum wesentlichen Teil auch der Art unserer Konditionierung ab. Eine Stunde normale Schule pro Tag reicht vollkommen. Und die Kinder können schneller Gleichungen mit zwei Unbekannten lösen, als es ihnen auf der normalen Schule geschieht. Das kann ich einfach leider oder nein, zum Glück aus eigener Erfahrung sagen. Wir brauchen reinste Luft, wir brauchen Blumen in der Wohnung, wir brauchen einen Garten, Wald und Wiese. Und ich frage in Leipzig meine Mitmenschen, wie macht ihr das mit euren großen Häusern? Die sind auf 50 Meter Breite und 40 Meter Höhe mit ungefähr 48 völlig identischen Fenstern ausgestattet. Völlig identisch. Wir brauchen diese Abwechslung, die Menschen gehen dann in die Parks, also baut mehr Parks, ja. Wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen Grün und milde Erdfarben. Diese weißen Hauswände, die wir haben, sind ein ganz großes Problem. Hier steht Verschiedenes drauf. Stellen Sie sich nur vor, was machen Menschen? Sie haben einen ganz großen Hubschrauber, da geht 30 Leute rein. So, und dann kriegen die ein Seil und irgendwann halten sie mit denen über einem dicht geschlossenen Urwald, da geht so ein Fluss durch, eine wunderbare Landschaft, oben ist auch ein Berg für die Heilkräuter. Und da werden die da unten abgesetzt, sagt so, wir kommen in 2 Jahren wieder, die Leute kommen da nicht weg. Und wenn du in 2 Jahren wiederkommst, was haben diese Leute gemacht? Die haben überhaupt keine Ahnung vom Gärtnern gehabt. Die haben da Gärten, da würde Bill Mollison würde da träumen, sagen, oh, so einen schönen Garten, habe ich dir doch immer gesagt, nee, das haben wir selbst gemacht. Die Menschen machen das selbst. In uns selbst ist der Gärtner. Also nicht nur die Maria von drüben hat den grünen Daumen, sondern du musst einfach nur vielleicht auch mal das Herz dann sprechen lassen oder wie wir das so haben, wir stehen unter extremem Zeitdruck oft, so dann kann das nicht funktionieren, dann hat den grünen Daumen vielleicht nur meine Wohnungswirtin damals. Das Experiment mit der ausgesetzten Großfamilie führt zu einem Permakulturgarten, und zwar zu einem Waldgarten, ihr könnt euch vorstellen, dass ich den vor mir sehe.
Jetzt ist Folgendes, Nahrung dient dem Überleben der Art. Und da denkt jeder von uns sofort an den Kopfsalat. Und darüber hat die FAZ schon vor Jahren geschrieben, dass man den nicht unbedingt mehr essen soll, sei denn aus dem eigenen Garten. Wir essen zu viel. Eine Russin schrieb mal, wir fressen uns zu Tode. Solche Geschichten, Äußerungen gibt es verschiedentlich. Sie hat trotzdem manchmal Reisbrei oder sowas serviert. Ja? Es sei ihr verziehen, der alten Dame. Möge sie noch leben. Wir fressen uns zu Tode. Die körperliche Nahrung ist das Letzte in einer Trilogie von Wichtigem. Comida von mir aus, wie auch immer. Das nächstwichtige ist, dass wir wirklich hier versuchen, immer diesen ganzen Krempel. Den musst du musst das einfach bewegen. Ja? Ihr müsst das bewegen. Die Knochen müssen bewegt werden. Der Orthopäde Patzki, den ist vielleicht manchen hier bekannt, der sagt, wir haben keine Baggerschaufelgelenke, sondern wir haben Gelenke, die wirklich geübt werden wollen. Und unsere Gelenke werden auch natürlich gut behandelt durch die geeignete Nahrung dazu. Da kann man sehr vieles nachlesen. Also die Motion, die Bewegung, das ist wirklich ein zentrales Ding. Wir sind oft mit der ganzen Familie in den Zoo gegangen, haben dann vor den Gorillas und vor den Rhesusaffen oder so gesessen. Meine Güte, die haben sich irgendwann gewundert, dass wir auch Banane essen. Aber sie kamen nicht durch. Ja? Nur, was sie den ganzen Tag machen, und wir haben den gleichen Hangelapparat, das ist eine Hangelschulter. Und ich habe auch jahrelang vernachlässigt, dieses Zeug da zu üben. Dann habe ich in Darmstadt bei Henry Nold habe ich mal einen gesehen, das hätte beinahe ein Gorilla sein können. Der kroch einfach so von Ast zu, schwang der sich da durch, war wie im Zoo. So, wir haben nur ein wenig zu lange Beine, ja? Die Beine machen ein zu starkes Moment, wie heißt das, Drehmoment oder sowas, ja? Das heißt, wenn du dich durch die Luft schangelst, dann kann es sein, das machen die Leute ja bei den Wippen und bei den sonstigen Sachen, nutzen die das, aber da müssen wir aufpassen. Wir haben nicht die Beine eines Stemmkletterers, sondern, ihr Lieben, wir haben die Beine eines Hetzjägers. Das sind nicht Beine, die du brauchst, um Petersilie zu pflücken. Das brauchst du nicht. Das ist nicht nötig. Wir machen Hetzjagd. Das habe ich als kleines Kind mit einem Boxer festgestellt. Da war ich noch ganz klein. Den konnte ich nieder. Meine Mutter hat irgend gesagt, ja, wenn der dich beißt, ist doch gar kein Wunder. Der ist völlig fertig. Also wir Menschen, wir brauchen auch keinen Pfeil und Bogen. Ihr seid also alle Hetzjäger, selbst wenn ihr jetzt vegane Ruckköstler seid, seid jetzt nicht traurig, das ist eure Geschichte. Aber vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass man auf gar keinen Fall pauschal vegan empfehlen darf. Man kann aber alles machen. C ist allerdings das dollste Ding, das ist nämlich der Kopf. Und der Kopf befähigt uns dazu, wirklich gute Hetzjäger zu sein. Das heißt, den müssen wir einsetzen. Jetzt geht im Kopf alles rum. Du hast 15 verschiedene US-Präsidenten durchgehangelt, du hast noch einen Nord- und Südkoreaner verbraten, dann kommen noch die Leute aus China dazu, nehmen wir auch noch Putin von mir aus, dann tun wir mal Eugen Drewermann in die Suppe und zum Beispiel Meister Eckhart, möchte ich sehr empfehlen, oder Augustin oder Marc Aurel, und das ist alles im Kopf. Und mit diesem Kopfzustand gehen wir dann ans Essen. Ja? Dann kannst du eigentlich das Essen gleich ganz lassen. Das heißt, die Wahl der Gedanken. Der Kopf entscheidet so wesentlich über alles. Und es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich wahr, dass wir nicht krank werden können, wenn unser Kopf funktioniert. Allerdings nimmt unser Kopf natürlich Sachen auch von früher auf. Da gibt es doch noch die Hildesuse sonst was. Die hatte doch auch immer irgendwas, verstehst? Und dann arbeitest du das in dein Leben ein. Oft vieles wissen wir ja gar nicht. Wir machen wie die Japaner, die haben immer die Fotoapparate nachgemacht. Wir Menschen machen immer alles den Alten nach. Ich habe meine Eltern für absolute Ausgeburten von Göttern gehalten. Die waren sehr lieb, meine Eltern. Mit dem lieben Gott hatte das nur ganz bedingt was zu tun. Haben sie mir dann auch später zugegeben. Wir alle werden also als Läufer geboren, ja? Vogel fliegt, Delfin schwimmt und wir laufen. So, jetzt gehe ich natürlich darauf aus, dass ihr nicht heute Abend gleich in den Wald geht, um euch einen Rothirsch zu holen. Da müsstet ihr zu dritt sein und heutzutage braucht ihr eine Genehmigung. So, ich möchte aber ausdrücklich dazu sagen, dass die Zusammensetzung der Nahrung, die du in Gestalt eines Rothirsches hättest, oder auch wild gefangener Heuschrecken oder Ameisen, unglaublich auffallend dem menschlichen Interesse an Fett entspricht.
Weshalb, als ich heute Morgen sah, dass eine Mutter ein Kind mit Gie fütterte, ich ein gewisses Wohlgefallen empfand, denn ganz kleine Kinder pauschal vegan zu ernähren, könnte lebensgefährlich sein. Das soll man nicht machen, da gibt es Fälle. Ja? Es gibt überhaupt keine pauschale Äußerung über uns. Wir sind ein so vielfältiger Organismus. Mit dem Kopf können wir fast alles. Boris Becker hat auch gelernt zu besiegen, ohne dass er immer ständig da auf dem Platz stand. Aus der freien Natur, ja, weit laufen, also laufen, das sollten wir dann schon. Nomaden pflegen bereits Gärten. Also der Garten ist etwas Ursprüngliches. Und ich kann euch sagen, ich bin immer wieder erstaunt, auch über mich. Über euch seid ihr genauso erstaunt. Du bist irgendwie gerade ein bisschen traurig. Du bist einfach seelisch einfach mal ein bisschen dunkel. Ah, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Komm, da räumst du da hinten im Garten noch auf. Ich habe da einen ganzen Asthaufen aufgeräumt letzte Woche. Du, nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, also die segensreiche Wirkung des Gartens, und ich würde ja mal sagen, in Gestalt von Willi, soweit ich erfuhr, sitzt hier die segensreiche Gestalt eines Gartens Mensch geworden hier. Ja, weil einfach wenn du einen Garten pflegst, dann hast du ein persönliches Stück Erde. Du riechst das, du kriegst diese ganzen üblen Bakterien, die da drin sind. Und die brauchen wir. Das gehört alles dazu. Das sollen wir einfach aufnehmen. Meine Tante meinte immer, Dreck reinigt den Magen. Ja. Also Zukunft gelingt überhaupt nur durch Garten. Wir müssen uns nur überlegen, wie das geht. Da gibt es viele Ideen. Jetzt habe ich mal so gesagt, woraus bestehen wir? Das ist ja, wenn jemand 70 Kilo wiegt, hat er 46 Liter Wasser, 12 Kilo Eiweiß, 7,5 Kilo Fett, ganz wenig Zucker. Jeder sieht dieses abgepackte Südzucker-Susi-Gebilde. Ja. Und dann habt ihr noch 3,8 verschiedene Kilogramm Salz. Ja. Und wenn wir dann zum Beispiel zum Bewässern für irgendwelche Feigenbäume da oben auf jeder Seite 10 oder 20 Liter Wasser haben, man trägt das dann den Berg hoch, die Alm, dann weißt du, was manche Leute an Übergewicht tragen. Und dann sagst du, alle Achtung, wozu eine menschliche Konstruktion in der Lage ist. Ja? Nicht abschätzig, sondern alle Achtung. Ich möchte auch ausdrücklich hier sagen, auch gerade in diesem Kreis, was also braucht ein Mensch? Natürlich ist mir der Spruch bekannt, viele Krankheiten, viele Ärzte. Ich kann nur große Hochachtung haben vor Ärzten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin unter anderem Chemiker, und dann fällt dir auf, naja, du wolltest jetzt von mir aus Naphthylsulfonsäure herstellen. Das Ding ist misslungen, da kippst du es halt weg. Wenn dir was als Arzt misslingt, hast Pech. Das darf ja nicht passieren. Ja? Deswegen ist es vielleicht am besten, dass man mit seinem ganzen Leben zunehmend so arbeitet, dass man einen Arzt allenfalls in Notfällen braucht. Da gibt es dann mal eine Kreissäge beim Bernd oder so. Dann geht er zu einem Arzt und erlebt eine völlig verrückte Wundbehandlung, als hätten die das gar nicht gelernt. Aber das macht nichts. Das ist alles in Ordnung. Es ist, wie es ist, richtig. Ich habe dadurch meinen Tai-Chi-Meister kennengelernt. Das war es. Vielleicht nicht ganz wert, aber ich bin sehr dankbar. So, und so ungefähr habt ihr ja auch mehr oder weniger ausgesehen. Und wir brauchen halt einfach Wasser, wir wollen am Wasser leben, wenn man uns das Trinkwasser entnimmt. Ich habe hier irgendwo so eine Modellflasche. Auf Reisen kann man das ja mal haben, aber packt euer Wasser bitte in Glas unbedingt ab. Und wenn ihr etwas habt, dann segnet es. Und wenn ihr etwas esst, dann esst nicht zu viel Süßes. Aber meine Tante sagte immer, tut doch bitte, was ihr wollt. Also ich hab das getestet. Ich lebe wirklich experimentell. Ich habe vegan nur mit Wildkräutern oder mit Früchten und so weiter getestet und ich habe richtig drastische Entwicklungen festgestellt. Ich kann es nicht empfehlen. Aus meiner Sicht sind wir keineswegs Frugivore, weil die Früchte, die ein normaler Mensch heutzutage kaufen kann, hat es vor 500 oder 1000 Jahren gut gerechnet, noch nicht einmal gegeben. Vielleicht Malus Sieversi irgendwo in Hinterasien, aber der kam nicht bis nach Deutschland. Da ist der schon längst fertig. Was wir brauchen, ist unter anderem Fett. Und da wurde ich dann schon manchmal gefragt, was brauchst du für Fett? Und ich kann euch nur sagen, es ist kritisch, ob alle Menschen es nur mit Pflanzenfett schaffen. Ich sage das so, weil ich annehme, dass es nicht funktioniert. Das ist ein ganz eigenes Thema. Wir haben das mal behandelt bei einer Wasserbüffeltagung. Wenn ich zum Beispiel so ein Bild zeige, können wir uns mal wieder der Größe und Gnade dieses Universums bewusst werden. Denn in unserer modernen Welt sind ja sogenannte Scanner erfunden worden. Weil aber ein Mensch einen Scanner erfinden kann, muss er das System intus haben. Das heißt, wir sind alle Scanner. Das Buch von Scheele, Rapid Reading zum Beispiel, macht genau unseren inneren Scanner sich zunutze
was zum Beispiel dafür führt, dass man dann von John F. Kennedy sagen konnte, der liest eine halbe Stunde von einer Kongresssitzung ein Gutachten von 1100 Seiten und kann anschließend fundiert darüber reden. Es kommt nur auf den Fokus an, was will ich hier rausholen, und dann auf die Art, wie ich schnell lese. Und dieses läuft meditativ. Also das ganze Meditative, was so vor 30 Jahren aufkam, hat ja auch mit komischer Esoterik nichts zu tun. Ich will nur hier darauf hinaus. Diese ganzen Buttersäuren, Myristin, Linolensäuren und so weiter, die ihr alle schon gehört habt. Ja, wenn man da jetzt mal genau guckt, wo die alle so drin sind, zum Beispiel was in Butter drin ist oder in Olivenöl oder Kokosfett. Kokosnüsse wachsen hier nicht, die können wir also in Europa gar nicht essen. Das ist jetzt alles in jedem persönlichen Speicher drin, selbst bei denen, die das hinten gar nicht genau lesen können. So sagenhaft ist unsere Wahrnehmung. Wenn er euch jetzt hypnotisieren würde, würde das wieder rauskommen. Ich meine, da müsste man natürlich was für tun. So, Warmzeit. In der Warmzeit, da gehört zur menschlichen Nahrung von Natur aus Tier, Pflanze, Pilz, Alge dazu. Aber das Tier darf auf gar keinen Fall hoch erhitzt sein. Es darf auf gar keinen Fall krank sein. Es darf auf gar keinen Fall artfremd gefüttert werden. Ihr könnt in Deutschland fast kein Fleisch essen. Denn zum Beispiel auch das, was die Jäger bieten, ist oftmals verseucht. Also in Süddeutschland ist noch immer Tschernobyl Cäsium 137 unterwegs. Und das werden wir in unseren nächsten zwei, drei Generationen nicht hinkriegen. Natürlich haben wir dann vom Tier zum Beispiel auch Milch gegessen, die in Sachen Vitamin B12 gar nicht so schlecht wegkommt. Habe ich selbst nicht gemessen, kann ich nur wiedergeben. Aber auch zum Beispiel Eigelb ist auch schön, wenn man dann hört, essen auch die Tibeter, ja, dann ist es ja echt eine Überzeugung, ja, genau. Und dann hat eben ein Herr Fleischhauer bezeichnenderweise ein Buch über 1200 essbare Wildpflanzen geschrieben oder Eichinger Albe, das ist total nett. Das von den Rosen, das könnt ihr alles essen. Die Eier von den Schwarzkehlchen, da gehen dann die Nachtigallen dran, das kann man denen überlassen. Solche Tabellen sind auch bekannt, die kann man zu dem Vortrag dann, wenn man das unbedingt möchte, noch nachlesen. Unterm Strich ist in jedem gezüchteten Gemüse oder Frucht weniger Wertstoff drin als in der wilden Form oder in allen möglichen Wildkräutern. Sucht euch 10, 20, 30 raus, da kannst du überhaupt nicht mehr verhungern. Mein Vater hat das in amerikanischer Kriegsgefangenschaft hier im Rheinlager oder so, hat er das gemacht mit dem Gewehrkolben über dem Kopf, dass er sich den Löwenzahn unter dem Zaun weggeholt hat, weil die nicht richtig zu essen bekamen. Also diese Wildkräuter, die sind einfach eine echte Gnade für uns. Andererseits haben sie natürlich auch bei weitem nicht genug Fett. Ja? Und Eiweiß ist schon drin. Aber so ganz alleine kannst du nicht leben. Und ich empfehle unter anderem ein Buch, das wenig in unseren Kreisen empfohlen wird. Das ist von Angelika Fischer. Und ich empfehle gern immer gegenstrommäßig. Man soll ja niemandem was glauben. Na? Da sind wir uns ja hoffentlich einig. Sie sind ja nur hier, um nichts zu glauben. Darauf kann ich Sie nur auffordern. Niemand kann jemand anderem sagen, so solltest du leben. Es geht nicht. Ja, das könnte man so und so und so machen. Das wäre mal eine Überlegung. Probier das mal. Hast du vielleicht 70 Jahre Zeit dafür. Der Löwenzahn. Ja, der Löwenzahn, das ist eine Pflanze, die hat meine Familie zeitweilig wochenlang ernährt, zusammen mit Giersch und noch so ein, zwei anderen Sachen. Also zum Beispiel Weißdorn, das ist ja überhaupt die Gnade. Da müsst ihr nicht erst an Kratikut denken, kann jeder essen, Herz haben wir sowieso alle. Und Meerrettich, die Bayern haben es faustdick hinter den Ohren, genau wie die Nachtkerzen zum Beispiel in den Wurzeln und den Blättern. Und die Mariendistel in kleinen Mengen. Ja? Gut, also wisst ihr, wenn mir hat mal irgendeinmal eine ganz liebe Persönlichkeit gesagt, Bernd, bekenne dich doch mal zum Veganismus. Und ich werde mich niemals zu einer Ideologie bekennen. Ich bekenne mich überhaupt zu keiner. Ich bin zum Beispiel richtig gläubig. Aber es gibt keinen einzigen Verein, der mich als Gläubigen hat. Ich finde die alle gar nicht so schlecht. Und wenn Sie das Manifest von Franz Alt und Dalai Lama lesen, dann würde ich sagen, ich habe nichts gegen Dalai Lama und Franz Alt. Ich finde das sehr nett. Die festgefügte Religion muss weg, aber die Ethik, die haben wir alle. Das finde ich absolut eingängig. Irgendwelche Leute schlagen sich wegen irgendwelchen Religionen die Köpfe ein. Im 30-jährigen Krieg, ja, das kann überhaupt nicht wahr sein. Was für ein völliger Unsinn. Was für wertvolle Menschen. Also das muss ich ja hier gar nicht diskutieren. Ja. Aber ich frage eben, wie kann es denn heiße Eisen bei Rohköstlerinnen geben? Ah, oh, ich habe wieder einen Fehler gemacht heute. Ja, du lieber Himmel, dann mach einen. Wie lange habe ich denn? 2 Stunden noch?
Zwei Minuten. Ja, ich habe es befürchtet. Ja, ja, er ist ein Schicksal für mich, aber für euch ja auch. Und ja, eine Minute. Was ist denn hier noch wichtig? Ah ja, ne, das eigentlich nicht. Ja, Soja. Ich möchte empfehlen, dass kein Soja gegessen wird und dass ihr das mit den Früchten auch lasst. Ja? Da wollte ich euch einfach noch einen Baumfarn zeigen. Das ist zum Schluss. Die Natur neigt zu einer unsäglichen Harmonie. Und als ich mit meiner etwas gestörten Hand das erste Mal meinen Meister Tai Chi machen sah, da bin ich ihm nicht etwa seelisch verfallen, wie in einem Rausch, irgendeinem Mittel. Nein, ich habe nur Tränen in die Augen und gesagt, oh, kann man sich schön bewegen. Das macht ja Spaß. Und eigentlich wollen Menschen das alle. Und wenn ihr mal auf den Markt geht und die Leute fühlen sich nicht beobachtet, denn nur zwecklos wird's gut, ja? Deswegen will ich auch von niemandem Blaualgen verkauft bekommen. Das will ich einfach nicht. Wenn einer mir sagt, Bernd, du musst Blaualgen essen, ach du, und übrigens, ich verkaufe sie, dann will ich sie nicht. Weil ich einfach kein Puderzuckerfresser bin, verstehst? Aber esst Blaualgen, die sind wichtig, die sind gut. Manche brauchen die, ich habe das massenweise getan. Ich nehme auch manchmal Grünalgen, ich nehme auch manchmal Braunalgen. Da führen wir es wie eine Dynamik. Wir müssen mal wieder zum Meer. Und dann sind wir 5 bis 10 Minuten am Brauntank. Karl, das ist einfach genial. Und dann sitzen die plötzlich alle so wie, ach ja, eigentlich genug jetzt, ne? Das reicht für 3 Monate. Was wir uns da geholt haben, weiß ich gar nicht. Kann man zum Teil nachlesen. Natürlich, Jod gibt alle die Tabellen. Die Natur ist einfach harmonisch. Und das, was der Mensch ist, ist von Natur aus sowas von harmonisch. Und es gibt Untersuchungen, wenn du den Menschen die falsche Ernährung gibst, dann fallen die Gesichtszüge auseinander. Das hat man dann an den amerikanischen Indianern geprüft. Ich möchte nur sagen, wir sind im Grunde so. Das ist in jedem drin. Und mir hat meine Yoga-Lehrerin gesagt, Bernd, du hast ein bisschen krummen Fußzeh, aber weißt du was, wenn du Yoga machst, wird es besser. Und sie hat recht. Iyengar, sei Dank. Und euch sei Dank für eure unsägliche Aufmerksamkeit. Ohne Widerspruch. Manfred, danke.